schön, euch zu sehen. Ich dachte schon, außer mir ist hier sonst niemand. Kommt mal näher. Noch näher. Nein, noch näher. Kommt näher. Na also, geht doch. Oh Leute, ich sag's euch, hier auf dem Vulkan fühlt man sich ein bisschen so, als wäre man auf dem Mond. Weit und breit kein anderes Lebewesen. Also zumindest auf den ersten Blick. Ich bin wirklich gespannt, was es hier alles zu entdecken gibt. Ich muss wie immer natürlich 3 Aufgaben lösen. Ah, los geht's. Erstes Abenteuer. Finde ein Vulkankind. Boris hilft dir dabei. Ein Vulkankind? Was soll das denn sein? Na gut, dann suche ich mal den Boris. Los geht's. Vulkane sind Öffnungen in der Erdoberfläche, aus denen Magma austritt. Das ist flüssiges Gestein aus dem Erdinneren. Die Erde ist nämlich kein fester Gesteinsbrocken, sondern sie hat einen glühend heißen, geschmolzenen Kern, der von der Erdkruste umgeben wird. Die Erdkruste schwimmt also quasi auf flüssigem Gestein und bewegt sich dabei. Manchmal bricht der Erdmantel ein wenig auf. Dann entsteht ein Spalt, aus dem Magma austreten kann. Sobald Magma die Erdoberfläche erreicht, nennt man es Lava. Das Material, das aus dem Erdinneren herausplatzt, bildet nach und nach rund um den Spalt einen Berg. So entsteht ein Vulkan. Bei einem Ausbruch schießen nicht nur Lava, sondern oft auch Asche und Gesteinsbrocken aus dem Vulkan heraus. Ausbrüche vernichten alles, was auf den Berghängen lebt. Aber in diesen zerstörten Gebieten entsteht schnell wieder neues Leben. Denn die Vulkanerde ist besonders fruchtbar. Außerdem gibt es Pflanzen und Tiere, die sich auf die Besiedlung solcher Flächen spezialisiert haben. Ich bin heute auf Europas größtem aktiven Vulkan unterwegs, dem Ätna auf Sizilien. Er bricht immer wieder aus. Jederzeit könnte es soweit sein. Die Lava vom letzten Ausbruch ist inzwischen kalt. Und das Wetter auch. Macht nichts. Mütze auf und weiter geht's. Boris wartet knapp unter dem Gipfel auf mich. Er soll mir helfen, ein Vulkankind zu finden. Mann! Puh, erst mal oben ankommen. Ganz schön viel Gegenwind. Oh. Okay. Der Ätna ist nicht nur ein Vulkan, sondern auch ein Hochgebirge. Wie bei allen Bergen über 1500 Meter Höhe ändert sich das Wetter hier ständig und super schnell. Von heißer Lava bis kaltem Schnee kann man hier alles erleben. Boris ist Vulkanologe. Er forscht schon seit 30 Jahren auf dem Ätna und beobachtet ihn jeden Tag, damit er die Menschen, die hier wohnen, vor Ausbrüchen warnen kann. Oh, Boris, hallo! Hey! Ja. Oh, hi! Was ist denn hier los? Ja, willkommen im Winter, im verfrühten Winter. Wahnsinn! Und ich dachte, es ist viel wärmer hier. Das denken alle. Hier sind Sizilien, das ist ein aktiver Vulkan. Alle denken, das wird mal nicht warm hier. Und nix da. Puste-Puste-Kuchen. Ja, das da oben, das ist er, oder? Das ist der Gipfel, das heißt, das sind die Gipfel. Das sind nämlich mehrere. Da sind 4 Hauptkrater. Wow. Und davon sehen wir jetzt 2. Da sehen wir rechts den sogenannten Nordostkrater. Das ist der älteste der 4. Und war bis Anfang des Jahres auch der höchste. Wieso war? Er war, weil mittlerweile ist er übertrumpft worden von dem jüngsten der 4 Gipfelkrater, der sogenannte Südostkrater. Okay. Und der ist dieses Jahr über 50 Mal ausgebrochen und bei jedem Ausbruch ist er ein Stück gewachsen. Nein, das ist ja unglaublich. Ja, ziemlich eindrucksvoll. Das stimmt. Boris, wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen? Das machen wir doch. Es gibt viel zu sehen hier. Alles klar, los geht's. Dann nix wie los. Es gibt verschiedene Vulkantypen. Der Ätna ist ein Schichtvulkan. Bei seinen spektakulären Ausbrüchen schießt eine Mischung aus Lava,
Asche und Gestein in die Luft. Deshalb ist er steil, schroff und kegelförmig. Bei anderen Vulkanen tritt Lava ganz langsam aus. Das führt zu flachen und nur leicht gewölbten Schildvulkanen. So. Wow. Ja. Das ist eine Stelle, da hat ein Ausbruch stattgefunden im Jahr 1911. Wow, das ist echt ganz schön tief. Das geht ziemlich tief runter, so circa 10 Meter auf jeden Fall. Ich schmeiß mein Steinchen rein. Lieber nicht reinfallen. Uff. Ja, ganz schön tief. Ja, das heißt, tut weh, wenn man da reinfällt. Und hier kam seinerzeit, vor 110 Jahren, kam hier die Lava raus. Wow. Und floss tief runter ins Tal, denn das war ein sogenannter Ausbruch an der Bergflanke, ein Flankenausbruch, ein Ausbruch tiefer unten am Berghang, das heißt näher an den bewohnten Gebieten. Das sind die gefährlichen Ausbrüche am Ätna. Ich wusste gar nicht, dass der Ätna auch hier ausbrechen kann. Doch, so ist das. Und da können dann auch schon mal Ortschaften wirklich völlig zerstört werden. Das passiert zum Glück selten. Ja. Ah ja, guck mal hier. Das ist Material, das kommt nicht von hierher. Das ist ein sogenannter Lapillus, ein kleines Stück Gestein. Das kommt von da oben. Das ist von da oben bis hierher geflogen. Was? Ja, und guck dir mal die Form an. Ui, das schaut ja aus wie ein UFO. Das hat sich gedreht während des Flugs. Es war noch flüssig, als es da oben rausgeschleudert worden ist. Hat sich während des Flugs gedreht und dabei diese Form angenommen. Und wird dann kalt und puff. Und landet hier genau auf. Hier. Darf ich das behalten? Das ist ein Geschenk von der Mama Ätna für dich. Cool. Warte mal, von der Mama Ätna? Ja, Mama, das ist die Mama. Nicht? Das für die Leute hier. Ist Ätna so eine Art Supermama und die sprechen auch von der Vulkandame oder Amontagna, die Bergin. Nein, Das ist ja eine schöne Vorstellung, dass die Ätna eine Frau ist. Nicht, wenn sie zum Beispiel ihre Vulkankinder loslässt, nicht, dann kann das übel ausgehen. Ihre Vulkankinder? Ja, das sind die Krater, die sich an den Bergflanken öffnen, so wie das hier. Das ist ein Vulkankind? Das ist eins der über 300 Vulkankinder vom Ätna. Das ist ein Vulkankind, das ist Leute. Das ist ein Vulkankind. Boah, Boris, dann habe ich ja meine Aufgabe bestanden. Ich sollte ein Vulkankind suchen, ganz genau. Da haben wir eins, da eins der hübschesten. Eins. Und weißt du, was nicht fehlen darf? Nee. Ein Foto. Ja, natürlich. Von dem schönen Vulkankind. Aufpassen, dass ich nicht reinfalle. Nee, bloß nicht. Ich halte dich fest. Aufgabe 1 geschafft. Das ist aber schnell gegangen. Das Schwerste war tatsächlich der Aufstieg. Ah, was eine Aussicht. Schön. Also Leute, eins sage ich euch. Der Ätna kann echt locker mit den Alpen mithalten. Immerhin ist er 3.357 Meter hoch. Also im Moment. Er verändert sich ja mit jedem Ausbruch. Mal wird er größer und dann wieder kleiner. Aber heute bleibst du bitte genau so, wie du bist. Danke. Oh, das war mein Handy. Oh Mann, heute bin ich echt ein bisschen schreckhaft. Betrete das Innere des Vulkans. Lara nimmt dich mit. Du findest sie am Nordhang. Ich soll in den Vulkan? Oh, okay. Na gut, die Lara wird schon gut auf mich aufpassen. Dann packe ich mal mein Zeug zusammen. Das wird bestimmt eine richtig heiße Angelegenheit. Der Nordhang liegt etwas tiefer als die Bergflanke, die ich mit Boris besucht habe. Hier wird es sogar schon ein bisschen grün. Lara! Hallo Pia! Ich komme mal zu dir rüber. Ja, komm. Lara ist Wanderführerin. Sie kennt nicht nur den Weg ins Vulkaninnere, sondern weiß auch alles über die verrückten Pflanzen, die hier wachsen. Hallo Lara. Hallo Pia. Wow, ist das schön hier. Ja, willkommen hier auf meiner Insel. Wie du siehst, sind wir auf einer richtig ausgesparten Insel. Die wurde umflossen von dem letzten Ausbruch von 2002. Da haben sich also die Lavaarme richtig um uns herum geschmiegt. Ja. Ah, oh. Wow, die schaut ja besonders aus.
Ja, das ist hier schon mal der Dorntragant oder Ätna-Tragant, weil er ganz spezifisch hier auf dem Ätna wächst. Ja. Und das ist, was wir als Pionierpflanze bezeichnen, der als allererstes sich hier wieder niederlässt. Wow, und der hat auch ganz schön spitze Dornen. Ja, diese langen Stacheln, die sorgen eben dafür, dass der Sand und die Feuchtigkeit sich hier festhält. Der wächst dann auch immer weiter und wird richtig kugelig und gibt den anderen Pflanzen Möglichkeit, sich dort drin festzusetzen, wie eine Oase. Aber Lara, wie kann denn diese Pflanze hier wachsen? Ich meine, die Erde ist hier total locker und trocken. Ja, also ich stelle mir diese Pflanze immer vor wie einen Baum, den man ins Erdreich eingegraben hat. Da schaut nur der Wipfel oben raus und der Stamm und die Wurzeln, die gehen ganz tief ins Erdreich rein und ermöglichen es, dass der erstmal nicht weggeblasen wird vom Wind, ja, dass er sich festhält und dass er natürlich entsprechend viel Feuchtigkeit auch aufnehmen kann. Und deswegen nutzen ihn auch andere Pflanzen, wie man hier sieht, um sich wieder anzusiedeln. Genau. Aber Lara, meine Aufgabe ist ja, dass du mich ins Innere des Vulkans führst. Ich werde dich ins Innere der Erde führen. Aber da haben wir eine Wanderung vor uns. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann gehen wir mal. Nach jedem Ausbruch muss das Leben hier neu entstehen. Frischer Vulkanboden ist noch nicht sehr fruchtbar. Er muss erst verwittern, damit er von Pflanzen genutzt werden kann. Je weiter wir runterwandern, desto älter ist der Vulkanboden und desto mehr verschiedene Pflanzenarten sehen wir. Boah, es ist jetzt echt ganz schön grün geworden. Die Pflanze schaut ja lustig aus. Ja, es ist richtig grün geworden, weil wir unter der Baumgrenze wieder sind. Aha. Und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Baum, auch wieder ein Pionierbaum. Der ist ganz besonders wichtig, der nennt sich Ätna Ginster. Mhm. Die Böden hier auf dem Ätna haben sehr wenig Stickstoff und der macht genau das Salz in die Suppe wieder rein. Das heißt, der filtert den Stickstoff aus der Luft und gibt den über die Wurzeln an den Boden ab, damit alle was davon haben. Ah, super, guter Ginster. Nachdem solche Pionierpflanzen den Vulkanboden bearbeitet haben, ist er sehr nährstoffreich und speichert gut Wasser. Wenn es dann noch genug regnet, kann auf Vulkanerde ein richtiges Paradies entstehen. Zumindest bis zum nächsten Ausbruch. Endlich angekommen. Hier spaltet sich die Erde auf. Ab jetzt geht's nur noch mit Helm weiter. Boah, ganz schön dunkel da unten. Gut, Lara, los geht's. Bist du bereit? Ja, sowas von. Vorsichtig, ist auch ein bisschen rutschig hier auf den Stufen. Es ist nicht nur dunkel und rutschig, sondern überraschend kalt. Wo bin ich denn hier gelandet? Boah. Du wolltest ja unbedingt ins Innere des Vulkans. Ja. Boah, Lara, okay. Einfach rein da jetzt, oder? Einfach geradeaus durch, nur Vorsicht auf den Kopf. Hier war vor langer Zeit ein Ausbruch und es ist ein sogenannter Lavatunnel übrig geblieben. Wo ich Feuer und Hitze erwartet habe, ist es stattdessen dunkel und kalt. Und es gibt erstaunlich viel Wasser. Oh, das schaut ja hier aus wie Wachs. Ja, so schaut es tatsächlich auch aus oder wie geschmolzene Schokolade. Ja. Denn wir stehen ja drin in einem Lavatunnel. Es ist jetzt nicht so, dass sich die Lava ihren Weg durch die Erde bohrt, sondern im Gegenteil, wenn die austritt aus dem Krater, dann bildet die wie so eine eigene Rutschbahn. Die Seitenwand, die erkaltet sehr schnell und fließt dann in dieser Art Rutschbahn talwärts. Und es passiert dann auch häufig, dass sich die Decke oben drüber schließt und so eine Kuppel bildet. Und da stehen wir jetzt innen drin. Das ist ein bisschen so wie der Gartenschlauch in deinem Garten. Wenn du das Wasser zudrehst, dann hast du den leeren Gartenschlauch. Und wir stehen jetzt in dem leeren Lava-Gartenschlauch, mehr oder weniger drin. Wahnsinn. Und hier, das, was da runtertropft, das ist doch Wasser. Das ist Wasser. Das sickert hier durch den Boden durch und kommt hier unten wieder raus. Boah, echt unglaublich. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ich auf einem anderen Planeten. Und ich habe somit meine Aufgabe gelöst. Jetzt fehlt nur noch das Foto. Und das mache ich natürlich von der kalten Lava. Schaut ziemlich cool aus. Damit wäre die zweite Aufgabe bestanden. Bisher war es auf dem Vulkan eher kalt als heiß. Meine Mütze ist im Dauereinsatz. Aber meine Füße brauchen mal eine Lüftung. Es war ein ganz schön langer Weg.
Da kommt direkt die nächste Aufgabe. Ich dachte, ich habe mal ein bisschen Pause. Na gut. Finde den Vierbeiner, der ins Weltall funkt. Hä? Habt ihr eine Ahnung, was das sein kann? Ich habe keine Ahnung. Oh, da hinten ist jemand. Den frage ich doch gleich mal, ob er mir helfen kann. Opa. Ha, meine Schuhe. Oh. Ihr könnt froh sein, dass es kein Riechfernsehen gibt. Oh. Hi. Oh, hi. Ich bin Pia. Was hast du denn da? Hi, ich bin Matteo. Vorsicht, die Schlange ist giftig. Oh, warum hast du die denn gefangen? Ich habe sie gefangen, weil ich ein Bestimmungsbuch über Reptilien in Italien schreibe. Ich lasse sie gleich wieder frei. Oh, wow. Was ist das denn für eine Schlange? Es ist eine süditalienische Aspisviper. Das ist eine Spezies, die man nur im Süden Italiens findet. Das heißt, sie ist hier endemisch. Mhm. Wegen des Vulkans gibt es hier wenig Landwirtschaft. Es ist noch alles sehr natürlich. Deswegen leben hier ganz viele Schlangen. Boah, ganz schön faszinierend, die Schlange, oder? Aber ich suche ja nach einem Vierbeiner. Die Schlange wird's nicht sein. Sag mal, Matteo, kannst du auch Tiere fangen, die Vierbeine haben? Klar, ich suche auch nach Echsen. Wenn du magst, kannst du mir helfen. Ja, cool. Matteo ist Herpetologe. Das heißt, er ist Experte für Amphibien und Reptilien, wie die Aspisviper. Reptilien fühlen sich hier am Ätna besonders wohl, weil es zwischen den lockeren Gesteinsbrocken viele Versteckmöglichkeiten gibt. Außerdem heizen die Vulkansteine schnell in der Sonne auf, da sie dunkel sind. Reptilien nutzen die Wärme dann, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Und die Aspisviper ist nicht das einzige spannende Reptil hier. Oh, hast du's? Wow, was ist das denn? Das ist ein Walzenskink. Diese Spezies lebt normalerweise im Mittelmeer. Aber sie ist super anpassungsfähig und kommt sogar hier im Hochgebirge zurecht. Oh, Leute, cooles Tier und es hat vier Beine. Matteo, ich habe jetzt mal eine komische Frage an dich. Aber funkt dieses Tierchen ins Weltall? Nee, das hat mich auch noch nie jemand gefragt. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der dir weiterhelfen kann. Da hinten arbeiten ein paar Forscher. Vielleicht fragst du die mal. Okay, dann schaue ich da mal hin. Danke, Matteo. Bitte. Ciao. Ciao. Ich bin inzwischen im Tal angekommen. Und siehe da, eine ganze Herde Vierbeiner. Hallo. Hallo. Darf ich reinkommen zu dir? Ja, gerne. Warte, ich mach dir mal auf. Danke. So, kannst du schnell reinkommen? Ganz schnell. Und schnell wieder zu. Hi. Wer bist du? Ich bin die Pia und wer bist du? Ich bin die Uschi. Hallo, vom Max-Planck-Institut. Was machst du denn hier? Wir besendern hier Ziegen. Oh. Möchtest du uns helfen? Sehr gern sogar. Ja, dann komm mal mit. Gut. Boah, da sind sie ja schon. Da sind sie schon, in allen Größen. Männchen, Weibchen, Kinder. Und wir suchen uns jetzt vier Ziegen aus, denen wir die Halsbänder umlegen. Mhm. Die gehen dann hoch an den Ätna. Ganz oh, genau. Cool. Ja. Warum bekommen die Ziegen denn diese Halsbänder? Weil da jeweils zwei Sender drauf sind. Und die Sender, die können uns zeigen, wo die Ziegen sich aufhalten und wie die sich bewegen. Ob die nervös werden, ob die schlafen, ob die fressen. Mhm. Und im Grunde genommen wollen wir damit herausfinden, wie die Ziegen sich verhalten, wenn zum Beispiel ein Vulkan ausbricht. Wir hoffen, dass wir zeigen können, dass die Ziegen uns das rechtzeitig vorher sagen können. Boah, das ist ja spannend. Ja, das erforschen wir hier. Wie cool. Ja, dann legen wir gleich los, ja, oder? Ja, machen wir. Eine Ziege zu besendern ist ganz einfach. Wie einem Hund ein Halsband anlegen. Nur, dass man es danach mit Schrauben fest verschließt. Es tut auch nicht weh. Die meisten Ziegen reagieren gar nicht auf den Vulkan. Manche sind aber besonders schlau und sensibel. Die Hirten wissen genau, welche Tiere das sind und genau die bekommen einen Sender. Nur, wie funktioniert das Ganze? Also, wie zeigen uns die Sender, wie sich die Ziegen verhalten? Das zeige ich dir jetzt gerade mal anhand von dieser Grafik. Oh!
Und zwar sieht man da, das sind die Datenpunkte von einer Ziege. Und zwar von der Clara. Normalerweise läuft die da so und frisst am Hang, ja, läuft den Berg hoch und sucht da Futter. Und wenn ein Ausbruch bevorsteht, mhm, dann verhält die sich anders. Woran sieht man das? Das sieht man hier auf der linken Seite. Da hat sie sich in Deckung begeben. Da ist nämlich ein Wald mit großen Bäumen. Mhm. Und da hat sie sich dann hinbegeben, um eben einfach Schutz zu suchen. Wow, das heißt, ihr könnt dann sehen, wenn die sich hier versteckt, dann könnte es sein, dass der Vulkan ausbricht. Dann könnte es sein, dass etwas passiert. So, hier kann ich das nochmal deutlicher zeigen. Das sind hier die Bewegungsdaten von den Ziegen in normalen Nächten. Die bewegen sich so ein kleines bisschen, genau, nicht viel. Ja. Und wenn etwas passiert oder bevor einem Ausbruch, das sieht man an dieser Kurve, steigt die Bewegung steil nach oben. Die werden also nervös, die springen rum, die suchen nach einem sicheren Gebiet. In der Nacht war es tatsächlich so, dass dann der Vulkan ausgebrochen ist. Boah. Und das hat sie durch ihre geänderten Verhalten, hat sie das uns circa 5 Stunden vorher angesagt. Nein. Ja. Woher wissen die Ziegen denn das? Das möchten wir auch gerne wissen. Ja. Ja, das versuchen wir eben da zu erforschen. Es könnte sein, dass die Ziegen das riechen, mhm, oder dass die Nervosität von anderen Tieren am Boden, also zum Beispiel durch Regenwürmer, und die Regenwürmer stecken dann zum Beispiel wieder die Vögel an und die stecken die Ziegen an und machen die Ziegen nervös. Wir wissen es noch nicht genau, aber das ist eben unsere Aufgabe, das herauszufinden. Das ist echt richtig spannend. Ja. Aber Uschi, meine Aufgabe war ja, ich soll ein 4-beiniges Tier finden, das mit dem Weltall kommuniziert. Kann es denn sein, dass eure Ziegen mit diesen Sendehalsbändern hoch ins Weltall funken? Richtig. Und zwar 10 von unseren Ziegen tragen ein Halsband mit einem Satellitensender. Unter anderem ist es die Clara, die so ein Halsband trägt. Ach was. Und die ist da oben jetzt im Feld und, mhm, die gehen wir jetzt suchen. Die Ziegen sehen ziemlich entspannt aus. Mama Edna plant heute wohl keinen Ausbruch. Wobei, Clara ist weit und breit nicht zu sehen. Hoffentlich versteckt sie sich nicht gerade im Wald. Dafür finden wir einige ihrer Ziegenkumpel. Schau mal, Uschi, da hinten. Die Ziege hat ein anderes Halsband, dieses große. Das ist das Richtige, oder? Das ist das Richtige. Mit dem Sender nach oben, das ist das Satellitenhalsband. Oh, cool. Also das heißt, ich habe die richtigen Ziegen gefunden mit dem richtigen Halsband. Ganz genau, perfekt. Leute, ich habe meine Aufgabe gelöst. Und jetzt darf natürlich mein Foto nicht fehlen. So. Und? Schaut gut aus, oder? Ja. Obwohl Clara nicht dabei war, auch die dritte Aufgabe ist damit gelöst. Oh, Leute, das war ein aufregender Tag, oder? Wahnsinn, wie sich der Vulkan von oben nach unten verändert und wie es die Pflanzen und Tiere schaffen, hier zwischen Feuer und Asche zu überleben. Und nicht nur das, manche der Tiere, wie die Ziegen, helfen sogar uns, mit dem Vulkan zurechtzukommen. Das perfekte Zusammenspiel. So, Leute, wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur.